die stehen! Stehen bleiben! Kann ich Ihnen helfen? Gott, sie bluten ja. Augenblick. Haben Sie den Mann erkannt? Nee. Er hatte ganz helle blonde Haare, falls Sie der Polizei eine Beschreibung geben wollen. Ich will der Polizei eine Beschreibung geben. Du hast Humor, Junge. Ich bin froh, wenn ich die nicht zu sehen kriege. Hör auf, du Blödmann. Sag mal, was hatten die Anker? Mann, oh Mann, ist sie sauer. Was ist denn mit der los? Keine Ahnung. Mein Vater musste gestern Nacht ihren Vater verhaften. Lieber Gott, warum denn das? Weil er eingebrochen hat. Oder einbrechen wollte. So genau weiß ich das auch nicht. Ich mach das schon. Klößchen, mit Schokolade lassen sich auch nicht alle Probleme lösen. Wieso denn nicht? Schokolade macht mich auch immer froh. Ja, weißt du schon genaueres? Mein Vater hat gestern Abend einen anonymen Anruf bekommen. Und der sagte, dass bei der alten Mühle ein Fenster eingeschlagen worden sei. Und dass Ankes Vater davon gelaufen sei. Und als er dann zu Herrn Dörrmeier kam, da hatte der eine Wunde an der Hand. Das ist ja merkwürdig. Moment mal. Anke, kann ich dich bitte mal kurz sprechen? Was ist denn? Ich hab keine Lust. Tja, und zwar war das gestern abends ungefähr um 11, als dein Vater eingebrochen hat. Mein Vater ist kein Einbrecher. Ja, ja. Auf deine Art lassen sich auch nicht alle Probleme lösen. Was ist denn nun? Was kam dir denn so merkwürdig vor? Ach so, ja. Also als ich gestern Abend von dir nach Hause gefahren bin, kam ich zufällig dazu, wie irgend so ein Typ einem Mann die Hand verletzte. Na, Brive, hast du ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht? Na klar. Der sitzt. Was tut er? Na, sitzen, sage ich doch. Die Bullen haben ihn gleich eingesammelt. Mensch, das verstehe ich nicht. Komm mal rauf. Nun komm, Brive, erzähl. Hör zu. Der Dörrmeier versäuft doch immer seine letzte Mark im Klostergärtchen. Und weil das Dörrjackett nichts verträgt, ist er von einem Bier schon halb blau. Dann wankt er langsam nach Hause. Das habe ich ausgenutzt. An der alten Mühle eine Scheibe eingeschlagen, ihn mit einem Scherben in die Hand geritzt, den Scherben zurückgelegt und die Polente gerufen. Schlau, was? Brive, du bist ein Idiot. Was soll ich mit einem Dörrmeier, wenn der im Knast sitzt? Ach so, ja. Das stimmt natürlich. Die werden ihn doch bestimmt bald wieder freilassen. Bei seinen Vorstrafen? Brive, du bist ein Knallhorn. Jawohl, Boss. Jetzt muss ich deinetwegen zu den Bullen, um für ihn ein Alibi zu besorgen. Es tut mir leid, ich hab's gut gemeint. Das könnte allerdings auch von Vorteil sein. Ja, natürlich. Dann ist er mir zu Dank verpflichtet. Siehst du, Malewitz, so dumm war meine Idee also gar nicht. Brive, deine Idee war dumm. Genial ist nur das, was ich daraus mache. Ja, was hat mein Vater zu deinen Beobachtungen gesagt? Er hat mich gar nicht erst angehört. Wieso? Das verstehe ich nicht. Ich schon. Es war nämlich schon vorher ein Entlassungszeuge da. Herr Dörrmeier ist vor einer Stunde aus der Haft entlassen worden. Ach so. Dann spielen deine Beobachtungen noch keine Rolle mehr. Da bin ich mir nicht so sicher. Komm, lass uns mal zu Anke fahren. Ah, das habe ich mir doch gedacht. Was denn? Ich kenne deinen Vater. Ich habe ihm gestern Abend die Hand verbunden. Du? Ja, als ich von Karl kam, wegen Mathe. Ein feiner Mensch, dein Vater, Gavi. Ich meine, wie die Dinge lagen, musste er mich ja vorläufig festnehmen. Aber irgendjemand hat mich überraschend entlastet. Da hat er mich sofort freigelassen nach Hause gefahren. Sag mal, bist du nicht der Junge, der mir am Abend da die Hand verbunden hat? Ja, klar bin ich das. Na, sowas. Ich habe nämlich gleich bei meiner Festnahme gesagt, ich habe einen Jungen als Zeugen. Der kann bestätigen, dass ich von einem Mann an der Hand verletzt wurde. Na, danke für deine Hilfe. Das ist Tim. Vielen Dank, Tim. Nicht zu danken. Na, dann komm, Gabi. Tschüss. Tschüss.
Moment mal, das könnte er gewesen sein. Wer könnte was gewesen sein? Der Typ, der Ankes Vater angefallen hat. Ich meine, ich habe ihn nur von hinten weglaufen sehen. Aber ich fresse einen Besen, wenn er es nicht gewesen ist. Und was willst du jetzt machen? Abwarten und beobachten. Das ist meine Tochter Anke. Guten Tag. Guten Morgen. Ja, schön, dass ich mich noch mal bei Ihnen bedanken kann. Allerdings habe ich keine Reichtümer, um Ihnen irgendwie... Ach, da wird sich schon was finden. Ziemlich mieser Laden, was? Tja, mir fehlt das Geld zum Modernisieren. Sagen Sie, wie haben Sie das eben gemeint? Da wird sich noch was finden. Ah, ich habe Ihnen geholfen und nun helfen Sie mir mit dem Resultat, dass er was Anständiges für Sie dabei rausspringt. Verstehe ich nicht. Haben Sie da drin eine ruhige Ecke, wo wir zusammen sprechen können? Sicher, kommen Sie. Ja, also kurz und gut, ich komme mit einer Empfehlung von Spengler. Ist er denn nicht mehr im Knast? Och, habe ich ihn ja auch kennengelernt. Ich bin jetzt wieder draußen und er sitzt noch anderthalb Jahre. Ich habe mir seinen Tipp eine Stange Zigaretten kosten lassen. Sein Tipp? Na ja, klar. Willi, der Schlangenmensch. Das bist doch du. Ich habe da ein interessantes Geschäft für dich. Danke. Bin ich mehr in der Branche. Dann wirst du eben wieder einsteigen. Bist du noch genauso dünn wie damals, als du für Spengler gearbeitet hast? Geben Sie sich keine Mühe. Oh doch, ich gebe mir sogar große Mühe. Es wäre doch nicht schön, wenn da wieder etwas passieren würde. Es kann ja auch mal schlimmer ausgehen. Also, mach's gut, Schlangenmensch. Du hörst von mir. In 10 Minuten parkt er in der Straße hinter den Gärten. Woher willst du denn das wissen? Weil er da immer parkt. So ein Autotyp regt sich da rein. Dein Gedächtnis müsste man haben. Jetzt müssen wir erstmal versuchen herauszubekommen, was der Dicke wollte. Ich setz Karl und Klößchen auf die beiden an. Was kommt da denn für ein Schlitten? Ein Rolls-Royce Phantom. Baujahr 37. Ca. 180 PS. Was kostet sowas? Umgerechnet ca. 120.000 Mark. Schönen guten Tag, Herr Graf. Fein, dass Sie hier gefunden haben. Kommen Sie mit rauf? Lieber nicht. Es gibt doch nicht sehr viel zu besprechen. Mit dieser entsetzlichen Lärm. Wird abgestellt. Selbstverständlich, Herr Graf. Herbert? Mach mal eine Pause. Ja, okay. Ich verlagere die Gemälde in der Nacht zum Sonntag. Das bleibt doch bei Mitternacht, ja? Ja, natürlich, Herr Graf. Wir haben jetzt den geeigneten Mann. Gut. Wird der Mann auch mit der Alarmanlage zurechtkommen? Sie muss in Betrieb bleiben. Selbstverständlich, Herr Graf. Herr Graf, was noch einen kleinen Vorschuss anbetrifft. Bitte, Herr Graf. Vielen Dank, Herr Graf. Ich bitte um äußerste Präzision. Sehr wohl, Herr Graf. James? Herbert, du kannst weitermachen. Das Ding läuft. Was kommt weg hier? Weißt du, was strafbar daran sein soll, wenn dieser feine Pinkel seine Gemälde in den Keller bringt? Das verstehe ich nicht. Ja, andererseits ist es schon verdächtig, wenn der Dicke sagt, den geeigneten Mann haben wir jetzt. Oder der andere. Es bleibt dann Mitternacht. Mist, dass wir nicht wissen, wer dieser überkantitelte Typ war. Graf Otto Eduard zu Falkenstein, Schloss Moerettering. Kannst du hell sehen oder verkehrst du den Kreisen? Weder noch. Aber ich kenne sein Auto. Der Rolls-Royce ist der einzige hier in der Gegend. Wer ist denn so bekloppt, was sich selber einbrechen zu lassen?
Zum Beispiel jemand, der seine Versicherung betrügen will. Wenn das echt wirken soll, wird man echter Einbrecher. Mensch, ich hab eine Idee. Mein Vater ist doch mit all den feinen und reichen Leuten aus der ganzen Gegend befreundet. Vielleicht weiß der was. Können wir ja mal probieren. Hier TKKG. Nächster Treffpunkt Villa Sauerlich. Villa Sauerlich. Ende. Das kommt Klößchen. Nichts für hin. Es ist gigantisch. Wie ein Kaninchen. Spotte nur. Für wen bringst du denn dieses gewaltige Opfer? Für meine Zähne, für meine Figur, Mann. Ich hab gestern gelesen, dass der Beruf eines Zahnarztes überflüssig wäre, wenn wir uns alle richtig ernähren würden. Deshalb fällt heute meine Schokolade aus. Dann sollen die eben pleite gehen. Ja, sagt die letzte Statistik, aber was ganz anderes. Mann, Mann, bei dir klemmt schon wieder etwas. Das halte ich nervlich nicht aus. Ja, sieh mal an, die TKKG-Bande. Was für eine Ehre. Guten Tag. Guten Tag, ne? Seid ihr wieder mal einem Verbrecher auf der Spur? Ach was, es geht eigentlich um Folgendes, Papa. Ja. Ich bin doch jetzt der Reporter für die Schülerzeitung. Kannst du mir ein Interview bei Graf Falkenstein verschaffen? Ich will über seine wertvolle Gemäldesammlung berichten. Du kennst ihn doch gut. Naja, gut ist übertrieben. Ich habe ihm mal ein Bild abgekauft. Weißt du, das ist das, was bei mir im Arbeitszimmer rumhängt. Dabei hat er mich ganz schön übers Ohr gehauen. Die Expertise war nämlich gefälscht. Warum haben sie ihn da nicht angezeigt? Nur ganz einfach. Weil es mir so gut gefällt. Sogar besser als das Original. Tja, dann werde ich mal für euch bei Falkenstein anrufen. Frag ihn, ob ich eine Kollegin mitbringen darf. Eine Kollegin? Ah, mach ich. Ah, das habe ich mir doch gedacht. Das ist ja Gemüse aus Marzipan, du Lügner. Wieso? Meine Mutter hat gesagt, ich soll Möhren und Kohlrabi essen. Dass es kein Marzipangemüse sein darf, hat sie nicht gesagt. Ich habe Falkenstein am Apparat. Ihr könnt morgen um 3 Uhr zu ihm kommen. Geht das in Ordnung? Ja. Ach, Sie sind es. Also, wenn es eine einmalige Sache bleibt, ja. Gut, ich notiere mir. Schloss Neu-Itering bei Birnbach. Ja, ja, kenne ich. Treffpunkt 22.30 Uhr. Neuer Marktplatz. Ja, ich habe verstanden. Ich muss Schluss machen. Draußen hupt wie verrückt ein Kunde. Schon wieder. Komm, lass uns zurückfahren. Wieso denn? Weil ich eigentlich gar nicht weiß, was ich fragen soll. Verstehe nichts von Kunst. Nur von Schokolade. Vielleicht ist ja jemand abgebildet, der Schokolade isst. Los, komm. Sehen Sie, das Schloss scheint völlig verrostet zu sein. Außerdem mit der Schlüssel abhanden gekommen. Schönes altes Schloss. Da kann sich mancher Kollege die Zähne ausbeißen. Aber ich krieg das schon hin. Na, hoffentlich. Eddilein, die Kinder sind da. Ach, die Kinder, die habe ich ganz vergessen. Bei Ihnen ist alles klar, ja? Ich komme. Melanie, wie oft soll ich dir nur sagen, dass du mich in Anwesenheit fremder Leute nicht Eddilein nennst? Wo bleibt da meine Würde? Ja, es stimmt. Entschuldige. Die Kinder sind nebenan. Soll ich einen Tee kochen? Ach, das kostet auch nur wieder Geld. Die bleiben nicht lange. Es ist recht, Eddilein. Oh, Herr Graf, wollte ich sagen. Aha. Du bist also der Sohn meines alten Freundes Sauerlich. Eigentlich sehr merkwürdig, dass ein Schokoladenfabrikant Sauerlich heißt, nicht? Süßlich wäre besser. Ja, ja. Darüber haben sich schon ganze Generationen totgelacht, eure Durchlocht.
Haben Sie Einbrecher, Herr Frankenstein? Falkenstein. Sag ich doch. Sehr witzig. Und sehr albern. Ich weiß gar nicht, ob ich unter diesen Umständen überhaupt noch ein Interview geben möchte. Wissen Sie denn, wann und wo das steigen soll? Ja. Aber das kann ich niemandem sagen. Die haben mich in der Hand. Drohen mir. Ist es vielleicht in der Nacht zum Sonntag auf Schloss Neuettering? Woher weißt du denn das? Anke hat Ihre Notizen gelesen. Aber seien Sie deswegen nicht böse mit ihr. Sie meint es wirklich gut mit Ihnen. Sie meint es gut. Wie soll ich denn da rauskommen aus der ganzen Geschichte? Wenn ich jetzt zur Polizei gehe und die Pläne verrate, wird Malowitz alles leugnen. Das ist nämlich ein ganz raffinierter. Na, wir sind ja auch nicht von Pappe. Tim hat einen Plan, Papa. Na, das wird was Rechtes sein. Sie müssen es so machen, dass die anderen zwar hinter Schloss und Riegel kommen, ihnen aber nichts passieren kann. Und da hast du einen Plan? Ja, den muss ich aber vorher noch mit Kommissar Glockner absprechen. Und wie funktioniert so eine Alarmanlage? Na, versuch's doch mal. Das große Dach, ja? Und was soll da passieren? Einen Moment. Da siehst du? Gleichzeitig bimmelte es bei der Polizei. Ja, hier Graf Otto Eduard von Frankenstein. Falkenstein. Ja, der Alarm war ein Versehen. Entschuldigen Sie, ja? Danke. Auf Wiederhören. Ja, bitte? Eddilein! Oh, Verzeihung, Herr Graf. Der Schlosser ist fertig. Das war's, Herr Graf. Das neue Schloss ist eingebaut. Hier ist der Schlüssel. Macht 180 Mark. Und das rechnen wir insgesamt nächste Woche ab, ja? Ach so, ja. Verstehe, Herr Graf. Also dann. Und damit ist das Interview beendet. Ich fühle mich etwas ermattet. Hoffentlich habt ihr etwas daraus gelernt. Mit einiger Gewisslichkeit, Euer Gnaden. Willst du nicht die Alarmanlage in der Galerie doch lieber ausmachen, Eddilein? Damit sie nicht losgeht, wenn die Herren kommen. Es soll doch echt sein, Melanie. Das Ganze soll ganz echt aussehen. Die bringen einen Mann mit, der die Drähte an der richtigen Stelle durchschneidet. So etwas kann ich doch gar nicht. Natürlich, Eddilein, daran habe ich gar nicht gedacht. Wir gehen jetzt in die hinteren Gemächer, wo wir nichts hören oder sehen. Sag mal, was ist denn mit dir? Suchst du was? Ich habe meine Schokolade verloren. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Man braucht eine Menge Energie für so einen Nachteinsatz. Da kommen sie. Pünktlich auf die Minute. Habt ihr wenigstens eine Leiter? Ich meine, wenn das Fenster im ersten Stock ist. Eine Leiter ist für uns bereitgestellt. Frag nicht so dämlich. Ich will ja nur, dass alles klappt. Na, schon gut, schon gut. Ich bin ja froh, dass du jetzt ganz auf unserer Seite bist. Gib ihn um die Werkzeugtasche, dann komm. Hier ist es. Das vergitterte Fenster im ersten Stock. Ich hol die Leiter. Priver, leuchte mal. Klar, was? Darüber. Selbst ich nicht durch. Da müsst ihr erst eine Stange durchsägen.
Ja, dann komm wieder runter, Dörrmeier. Also Computer, jetzt. JTKKG. Herr Glockner, es ist soweit. Hier, Glockner. Ja, verstanden, wir kommen. Ende. Briebe, gib mir die Lampe, nimm die Eisensäge und dann nächstes wieder auf. Na, hopp, hopp! Also los. Bleiben Sie, wo Sie sind, meine Herrschaften. Ein Schritt nach unten und wir kippen die Leiter um. Was ist denn da los, Dörrmeier? Bist du mit den Bübchen nicht fertig? Mit dir bin ich fertig, Manowitz. Mensch, Briebe, die Bullen! So, und jetzt dürfen Sie langsam runterkommen. Und dann schön die Händchen in die Höhe. Sie sind nicht gemeint, Herr Dürmer. Ihnen haben wir ja den Tipp zu verdanken. Der hat uns verpfiffen. Das kostet Rache, du Ratte. Das wird aber eine Weile dauern. 5 Jahre sitzen Sie mindestens. Ach du lieber Gott, die Polizei. Und gerade im richtigen Augenblick wollten die bei mir einbrechen? Ach, zieh doch keine Schau ab, du Blaublut! Herr Kommissar, wir sollten den Einbruch nur vortäuschen. Der Graf wollte die Gemälde in den Keller bringen und die Versicherung betrügen. So eine Frechheit! Melanie! Hat man sowas schon gehört? Edilein, was ist? Klappt es nicht? Nein, es klappt nicht, die Schlossgespenst. Edilein wird auch gleich mitgenommen. Das sag ich deinem Vater, du Rotzjunge! Keine Ahnung von Kunst, aber ein Großmaul! Darf ich Sie bitten, sich für die Festnahme umzuziehen, Herr Graf? Nur unter Protest. Nur unter Protest. Selbstverständlich. Abführen. Wir schicken der Versicherung einen Bericht. Sie werden bestimmt eine schöne Belohnung bekommen. Gebrauchen könnte ich sowas schon. Aber die Hälfte kriegen die 4 von TKKG. Die haben mich erst auf den richtigen Kurs gebracht. Naja, die sind ihr Geld wert. Bitte, Herr Graf, nach ihm. Aber nur unter Protest. Nur unter Protest. Edilein, wo willst du denn hin? Edilein, du kannst mich doch nicht allein lassen. Edilein, soll ich in den Keller gehen und die Gemälde wieder an die Wand hängen? Eine dumme Person. Mensch, guck mal, doch noch ein Stück. Danke. Das verzeih ich dir nie.